Wir hatten diesen Augenblick, als noch die Welt in Ordnung war. Ein kleiner Scherz im Morgengrauen, da war das Leben wunderbar. Wir hatten diesen Augenblick ganz ohne Stress und im Vertrauen, dass wir uns einmal einig sind und in die gleiche Richtung schauen. Da war nur ich und du und ich hörte dir zu. Warum kann es denn nicht jederzeit so sein, wenn der Alltag zerstört, was uns beiden gehört? Sind wir selbst oder das Leben so gemein? Da war nur du und ich und darum frage ich mich, warum sind wir nur zusammen so fragil? Nach so einem Moment, wo man sich wirklich kennt, weiß ich doch, du bedeutest mir so viel. Wir hatten diesen Augenblick auf unserem Weg zur Bäckerei. Der Morgen ließ uns noch in Ruhe und die Welt war einerlei. Wir hatten diesen Augenblick, ich fühlte, so könnt's immer sein. Verweile doch, du bist zu schön, doch der Zeit fiel das nicht ein. Da war nur ich und du und ich hörte dir zu. Warum kann es denn nicht jederzeit so sein, wenn der Alltag zerstört, was uns beiden gehört? Sind wir selbst oder das Leben so gemein? Da war nur du und ich und darum frage ich mich, warum sind wir nur zusammen so fragil? Nach so einem Moment, wo man sich wirklich kennt, weiß ich doch, du bedeutest mir so viel. Wir hatten diesen Augenblick, Verständnis ohne jedes Wort. Augen rollen, ich grinse, ich nick, da auf 3 Uhr, ja dort vor Ort. Wir hatten diesen Augenblick und unsere Werte waren gleich. Wir lachten kurz, ein kurzes Glück und dein Blick war sanft und weich. Da war nur ich und du und ich hörte dir zu. Warum kann es denn nicht jederzeit so sein, wenn der Alltag zerstört, was uns beiden gehört? Sind wir selbst oder das Leben so gemein? Da war nur du und ich und darum frage ich mich, warum sind wir nur zusammen so fragil? Nach so einem Moment, wo man sich wirklich kennt, weiß ich doch, du bedeutest mir so viel. Kurz darauf schon kann es eskalieren. Ich sage was, das lässt dich explodieren. Auch du kannst mich ganz einfach provozieren. Trotzdem will ich dich doch nicht verlieren. Da war nur ich und du und ich hörte dir zu. Warum kann es denn nicht jederzeit so sein, wenn der Alltag zerstört, was uns beiden gehört? Sind wir selbst oder das Leben so gemein? Da war nur du und ich und darum frage ich mich, warum sind wir nun zusammen so fragil? Nach so einem Moment, wo man sich wirklich kennt, weiß ich doch, du bedeutest mir so viel. Ich hörte dir zu, warum kann es denn
Augenblick.